Dem Spielfeld steht zweimal dieselbe Mannschaft. Wir sind am Anfang eines vielversprechenden Fußballspiels. Ein böses Foul und obwohl der Spieler verletzt ist, gibt es nur Freistoß. Und da kommt er einfach so davon. Und da wechselt die Mannschaft aus, das war richtig, denn der Spieler, der den Platz verlässt, ist eindeutig verletzt. Salihamidžić. Abseits zeigt der Unterseite an. Gut gespielt. Das ist auf jeden Fall jetzt.
Die richtige Entscheidung vom Schiedsrichter nach dieser Aktion, wie ich finde, gelbe Karte. Und das ist der zweite Spieler, den der Schiedsrichter hier verwarnt. Toller, langer Pass. Den Treffer nochmal an. Oh nein, schon wieder ein Tor, das er nicht verhindern konnte. Er hat heute schon mehr Tore kassiert, als er vermeiden konnte. Absolut. Wenn er weiter so schlecht spielt, dann könnte das für ihn das baldige Karriereende bedeuten. Sie liegen fast uneinholbar vorne. Jetzt gibt's erstmal einen Wurf. Der Gegner im Ballbesitz, den Ballbesitz zu leicht hergegeben. Oh, ein wahrer Torsegen hier. Der Schuss ging mit voller Kraft in die obere Ecke, ein absoluter Topschuss. Damit steht es 4:1, ich glaube, der Sieger steht schon fest. Der Torhüter schimpft mit seinen Vorderleuten. Sie sind in der Überzahl und solche Chancen sollten dann eigentlich gar nicht passieren. Salihamidzic. Können Sie was draus machen? Oh, da fehlte nicht viel. Da hat er die Situation im letzten Moment erst überwunden. Da wird er froh sein, dass er auch mal einen gehalten hat. Bei den Ball nie wieder hergeben. Jetzt gibt's einen Wurf. Schlechter Einwurf. Wieder ein Tor. Wiederholung. Er bringt heute eine Spitzenleistung. Ein weiterer wunderschöner Treffer von ihm. Das stimmt in der Tat. Ihm gelingt heute wirklich einfach alles. Und sie legen noch einen Treffer drauf. Bei diesem Pass war nicht nur Können, sondern auch jede Menge Glück im Spiel. Das sollten wir uns noch mal ansehen. Na, die wissen, wie man den Ball zum Erfolg führt. Prima gespielt. Das Spiel ist gelaufen. Jetzt machen sie sich noch ein. Da pfeift der Schiedsrichter das Spiel ab. 6:1 das Resultat. Schade, dass keine Spannung aufgekommen ist. Sie haben das Spiel weitgehend dominiert. Der Sieg mehr.